Ja, servus und hallo again. Hier ist wieder der Marti. Wir zocken den Football Manager 21, unsere World League mit dem MSV Duisburg. Seit 3 Tagen, sondern schon seit gestern ist der die Football Manager 2022 Version zu haben bei Steam und bei den ganzen Händlern. Dazu gibt es auch schon einen ersten Teil von mir, eine Story mit dem FC Bayern und einige werden da auch noch folgen. Schaut mal auf den Kanal. Aber wir sind hier ja auch noch aktiv. Müssen mit unserem MSV Duisburg gegen Pordenone Calcio spielen. Ja, Pordenone Calcio. Die kennen wir ja. Bisher gab es diese Partie zweimal. Wir haben einmal unentschieden gespielt in Duisburg und einmal 1 zu 0 gewonnen in Calcio. Und da wollen wir jetzt natürlich ansetzen. Beim letzten Spiel, Simao, Sauer, ja. Bennett da noch aktiv. Was ist mit dem eigentlich passiert? Joe Bennett, der ist bei Cardiff City gelandet wieder. Seiner vorherigen Mannschaft auch schon, da wo er schon die letzten Jahre verbracht hat. War ja nur an uns ausgeliehen. Wir konnten ihn uns dann aber nicht leisten, dass wir ihn verpflichten. Ömer Özten, der ist auch nicht mehr da, ist bei Uerdingen unter Vertrag, der Rechtsverteidiger. Allerdings nicht im Ligabetrieb aktiv. So sieht's aus. Die Taktik. Und da möchte ich mir jetzt mal was anderes basteln. Nämlich, ihr seht hier, es gibt ein paar Verletzungen. Aber ich möchte das jetzt anders machen. Und zwar möchte ich hier. Habe ich nämlich letztens wieder mal gefunden. Halt Statistiken, allgemein Karriere. Die Einsätze in der Liga. Und hier machen wir das auch anders. Ich bin ja ein Statistikfreak. Tore in der Liga. Und damit sehen wir Folgendes. Diese Spalte entfernen. Diese Spalte entfernen. Also, wir sehen, von unserem kompletten Kader ist der erfahrenste Mann der Modric Doppelkamp mit 459 Einsätzen. Davon hat er, glaube ich, auch die meisten für den MSV gemacht. Ah, nee, muss ich mich doch korrigieren. Da war doch auch bei ein paar anderen Vereinen, hat aber beim MSV angefangen und dann diverse Arbeitgeber gehabt. Düsseldorf, Essen, Erfurt, nochmal Essen, Oberhausen. Der hat 459 Spiele. Der zweite ist Dominik Schmidt mit 386. Der hat auch schon einige Vereine als Arbeitgeber gehabt. Der hat sogar mal bei Bremen in der Bundesliga gespielt. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ist der bei uns im Moment auf dem absteigenden Ast. Vincent Vermey 277. Kamavuka 270. Bei den Torschützen. Da ist Vermey mit 110 an der ersten Stelle. Vor Stoppelkamp mit 93. Und David Tomic, den hätte da eigentlich gar keiner erwartet. Der hat sage und schreibe 44 Treffer erzielt. Allerdings mehr so in den unteren Regionen in Deutschland. Stuttgart 2 und Kaiserslautern 2. Gut. Ja, was ist passiert? Wir haben diverse verletzte Spieler. Und zwar hat sich Dana verletzt. Der fehlt mit einer Sportlerleiste 5 Wochen. Sauer ist gesperrt. Und auch Mikkels ist verletzt, hat sich einen Bänderriss am Handgelenk zugezogen. Wie man das schafft, fällt auch 4 bis 6 Wochen aus. Gut, das war eh so eine, ich sage jetzt mal, eine Versuchsaufstellung, wo wir gegen Heidenheim im Pokal eigentlich die frischen Spieler bringen wollten. Das hat quasi überhaupt nicht funktioniert. Ich werde jetzt auch wieder von der Taktik wieder zur klassischen
Goalmaschine übergehen. Mal schauen, ob es da mal eine neue gibt. Die sieht so aus, das heißt, wir werden wieder mit zwei Stürmern, einem Defensiven antreten. Und ich lasse mir jetzt mal die Ausstellung vorschlagen. Unser Co-Trainer Marvin Komper würde mir natürlich im Tor den Wechsel vorschlagen. Simão muss wieder rein. Selber ja gerade von einer Verletzung genesen. Hinten würden Schmidt, Hoti und Volkmar bleiben. Simsek würde den gesperrten Sauer ersetzen. Dazu Kamavuka für den verletzten Jan, nein, für Jansen, der ist nicht verletzt, und Engin für Mikkels. Berghildis würde drin bleiben. Das würde ich jetzt mal so umsetzen. Ich möchte mir aber auch noch die anderen Empfehlungen ansehen. Torwarttrainer Sven Beukert hat keine Anregung. Unser Assistenztrainer Engin Vural würde uns auch nichts anderes vorschlagen. Unser Athletiktrainer würde uns nichts anderes vorschlagen. Ja, das heißt, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir werden also mit dieser Aufstellung antreten. Also, Simão, bisher 24 Pflichtspieleinsätze. Dominik Schmidt, 386, haben wir schon gesprochen. Roti, ein ganz, ganz junger Youngster. Youngster klingt auch gut. 19 Jahre aus der Schweiz, hat gerade mal 5 Einsätze, kommt aber immerhin von Inter Mailand. Da hat er aber nie gespielt. Volkmar 212 Spiele, 9 Treffer. Simsek 22, auch eher noch sehr unerfahren. Kamavuka 270, Engin 197, also sein 198. Spiel. Wird also bald seinen 200. Einsatz haben. Der ist aber wirklich von Duisburg, genau. Alle Spiele für den MSV absolviert. In Real Life hat er ja leider den Verein mittlerweile verlassen. Berghildis, 179 Spiele, unser Neuzugang. Jay Chapman, 175. Beide 21 Tore, also Yildiz und Chapman ja auch fast die gleiche Anzahl an Spielen. Vincent Vermeij, 277 und Sinan Karwein auch eher schon mit 103 Spielen. Auf der Bank sitzen jetzt Morley Barry, unser ja eigentlich dritter Torwart. Der hat bisher noch gar nicht gespielt. Vincent Gembalis mit 74 Einsätzen. Eigentlich die letzten. Ja, letztes Jahr eigentlich gesetzt, 28. Giovanni Augusto 257, der bleibt jetzt mal draußen. Eduard Vetter, ein Einsatz für den Youngster. Ist ja auch erst 18 Jahre alt. Rodrigo Fernandes, 11 Einsätze. Der Verteidiger Jansen, 244. Und Elias Faulhaber ist wieder genesen nach seiner Verletzung. Allerdings erst vor ein paar Tagen ins Training eingestiegen. Im Moment ein Scratch wäre. Scratch, also wie beim Eishockey, wäre Stoppelkampf, aber das kann ich nicht machen. Doppelkampf, unser Veteran, den werde ich trotzdem für den Wetter auf die Bank setzen. Gut, Miracic, Casadei, Suarez, Dana. Dana ist, ja genau, ist verletzt. Sportlerleiste. Čepanek, Sauer. Mikkels, Tomic, Fleckstein, Sicker. Wir haben schon massig Spieler, wenn man sich das so ansieht. Massig, massig Spieler. Müssen wir auch mal irgendwie reduzieren. Ich weiß auch gar nicht, was ich diese Saison überhaupt machen soll. Wir haben ja den 21. Oktober und nähern uns dann ja doch schön langsam der Transferphase. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, wo wir Verstärkungen brauchen, beziehungsweise was unsere Scouting-Abteilung auf die Beine gestellt hat. Das ist jetzt die Aufstellung. So werden wir es angehen. Ich ändere nicht viel. 14.640 Karten sind verkauft hier in Duisburg. Schmidt und Yildiz fehlt die Spielpraxis. Was gefällt den den Jungs nicht? 17 Spieler sind beunruhigt. Aufgrund der Formation sind wir hinten verwundbar. Aha. Ja, der eine hat keine Ausdauer, der andere denkt, das passt nicht zu seinem Spiel. Ja, Männers, da müsst ihr durch.
denke, er ist unsere beste Elf. Hängen auf dem Platz unser bester Spieler. Ordentlich an der Taktik, sollte sich auf einen Plan festlegen. Ja, gut, ich habe schon ein bisschen viel verändert immer wieder. Calcio hat drei Veränderungen. Eine wesentlich bessere Leistung als im letzten Spiel erwarten wir. Gut, den Schwan schenken wir uns wieder. So, hier ist unsere Aufstellung. Ein bisschen verändert. Chapman, weiß ich auch nicht, ob das die ideale Rolle für ihn ist. Hinter den Spitzen. Vier Änderungen und unser Gegner. Calcio. Drei Änderungen. Hier die Tabelle. Ach, die sehen wir jetzt auch mal wieder. Interessant. Die kommt ja nur so, wie sie lustig sind. Ja, die 93. Folge. So langsam nehmen wir uns der 100. Ich bin schon stolz. Wenn wir jetzt auch noch hier Erfolg hätten, wäre es natürlich spitze. Dann Schmidt. Der war in den letzten Spielen der Schwachpunkt. Weiß ja manchmal nicht, was diese hohen Bälle mir bringen sollen. Aber gut, ich habe die Taktik selber eingestellt. Oh nein! Oh, sieh mal. Jetzt muss ich das machen. Und zwar Pass in die Tiefe. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Gehen wir jetzt mal ein bisschen anders. Diego bei der Ecke. Ja. Unser XG-Wert nicht gut. Nein. Oh, Misuraka. Sein drittes Saisontor. Und ich glaube, das war Simão, der da am Ball vorbeigeflogen ist. Kommen wir nochmal. Oh ja, ganz schwach. Da kann ich jetzt Roti keinen Vorwurf machen. Gut, steht zwar auch ein bisschen hinter. Ja, Wiederholung. Aber kein Abseits. Ja, Engin steht da oben. Zu der Mauer steht. Schlecht da. Zwar jetzt aber Chapman. Ach. Nix was. Hingehen. Oh, setzt sie nochmal durch und bleibt am Ball. Jawohl! Jay Chapman, zweites Saisontor, die 99. Gegenschlag in der 13. Minute. Jay und the man, Chapman. Schauen wir mal, Engin stark gemacht. Erst gegen Butic durchgesetzt und dann ist Diego da, der grätscht auch nochmal rein. Aber er schafft es und Berg Yildiz mit der Vorarbeit. Der legt nochmal schön auf Chapman. Ja, da steht die Verteidigung von Calcio auch etwas unglücklich. Hoti sieht gelb, Kamavuka sieht gelb und auch Schmidt sieht gelb. Das Ganze innerhalb 3 Minuten. Dann sehe ich da, Andi Hoti zeigt an, dass er rausgenommen werden möchte. Rodrigo Fernandes wäre die erste Option. Was hätten wir denn noch auf der Bank? Gimbalis. Naja, probieren wir es mal. Fernandes also jetzt rein. Rodrigo Fernandes, auch er möchte ja den Verein verlassen. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Wir bleiben aggressiv und hart. Nichts für Pussys hier. So, Schmidt. Ach. Super Einwurf. Genau zum Gegner. Oh nein. Jetzt Kamavuka. Kommt er da noch hin? Oh, Elfer. Rodrigo Fernandes. Gibt Videobeweis, oder? Das war Notbremse auch noch. Für mich war es ein klarer Elfer, der läuft immer genau in die Hacken rein. Ja, mei. Und Rodrigo Fernandes sieht auch noch gelb, das läuft ja wieder spitze heute. Ja.
Misuraka mit seinem toten Treffer an. Viertes Saisontor für ihn. Und unser eingewechselter Rodrigo Fernandes schafft es gleich quasi nach 3 Minuten den Elfer zu verursachen. So, wir machen es jetzt mal. Mehr in die Zweikämpfe gehen lassen wir jetzt mal weg. Und Verletzung jetzt auch bei Calcio. Ja, wir müssen jetzt langsam wieder die Kurve kriegen. So, folgt mal. Weiter Ball. Wollen wir eigentlich nicht mehr. Eigentlich war ja das Aufbauspiel angedacht. So, Chapman, Engin. Engin wieder auf Yildiz, der setzt sich gegen Diego durch. Jawohl, Engin, da ist es. Zweites Tor. Wieder Vorarbeit von Yildiz, heute sein 2. Assist. Stark. Wirklich stark gespielt. Schauen wir nochmal. Yildiz, da ist er am Ball. Setzt sich durch gegen Diego. Und Engin, den hat überhaupt keiner auf dem Schirm. Steht vollkommen frei hier hinten. Jetzt hat er einen noch daneben geschossen. Zweites Saisontor. Und nochmal der Ausgleich 2:2. Dann geht es auch in die Halbzeit. Ordentliche Leistung unserer Mannschaft. Schauen wir nochmal auf die Statistiken. Passspiel. Passspiel ist schon, fürs Aufbauspiel von Volkmann ist schon gut. Wir machen das gar nicht so schlecht, ja genau. So. Kein Wechsel erstmal. Haben wir ja schon einmal wechseln müssen, jetzt warten wir erstmal. Oh. Volkmann holt sich den Ball. Och, ich hasse dieses Rumgetribble da hinten. Ja. Dann wieder der weite Ball. Jetzt hat es aber mal funktioniert. Wer mal auf Karweiner? Das war dann nichts mit dem Abschluss. So, folgt mal. Chapman, oh, faul. Den Diego stoßt ihn um, ganz klar für mich. Auch dieser Elfmeter in meinen Augen absolut berechtigt. Elfmeter gegeben, jetzt bin ich gespannt, wer schießt. Chapman selber, oder? Ein Engin schießt. Schafft er seinen 3. Saisontreffer? Seinen 2. heute. Jawohl! Jawohl! Ahmed Engin, 3. Tor zum 2. Mal heute. Wie auch bei Misuraka sein 2. Treffer heute. Wobei der 4 Tore hat in der Saison, Engin 3. Karweiner, sehr. Oh, da kommt er nochmal ran. 55. Minute. Perisan im Tor. Wieder Engin versetzt Chapman ein. Ah, der macht's wieder nicht. Schade. Jay Chapman. Damit wären wir jetzt. Aber ich kann wieder 7. oder? Aber noch ist es ja nicht vorbei. Wir gehen jetzt hier mal auf vorsichtig. So. Falesco, ja, sind schon ein Haufen Gelb vorbelastet. Wer mei. Oh, Karweiner, jetzt hat er die Lücke.
Aber Camporese, der ist auch nicht langsam. Na, das ist ja gar kein Schuss mehr. Da wäre mehr drin gewesen. Heidenheim schießt das 3-0. Wir werden jetzt irgendwann wechseln müssen. Oh nein! Ruth! Oh. Volkmars Laufweg da ist auch ein bisschen komisch. Der läuft eigentlich weg vom Gegner. Doch Druckphase von Calcio. Oh, schön. Chapman. Da grätscht er den Ball weg. Simsek. Arweiner wieder. Setzt sie durch. Ja, nein. Jetzt habe ich gedacht, der fliegt. Der fliegt ganz anders. Das war aber nichts. So. 64 Minuten sind gespielt. Wir werden jetzt mal ein bisschen ins Zeitspiel gehen. Und auch das Spiel etwas verzögern. So, jetzt. Was schlägt mir die Trainerbank vor? Jansen für Simsek. Bei Kamavuka natürlich vollkommen platt ist. Jetzt ist Jansen jetzt auch nicht unbedingt der Linksverteidiger. Naja, wir machen es jetzt trotzdem mal. Dann Freistoß Chapman. Jawohl, jetzt ist er drin. Rodrigo Fernandes macht's. Auf Vorarbeit Volkmar. Ja, wer hätte das gedacht? Rodrigo Fernandes, erstes Saisontor. Ich glaube, erstes Tor überhaupt für uns, hat er auch kaum gespielt. Damit macht er seinen Fehler wett. Volkmar mit der Vorarbeit oder mit dem Schussversuch. Beide Innenverteidiger vorne. Jawohl, 85. Minute dann. Stoppelkamp kommt für Engin. Und nochmal Freistoß, wieder. Diesmal Stoppelkamp, nicht Chapman. Stoppelkamp macht's. Und das nächste Tor, jetzt trifft Volkmar. Zweites Tor von ihm. Was für ein Fehler jetzt hier vom Torhüter von Calcio. Und jetzt 5-2 für uns. Also, huhu. Nach der Druckphase, speziell nach der zu Beginn der zweiten Halbzeit, hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet. Aber hier der Torwart, oh, fliegt daneben. Und Volkmars zweites Saisontor. Schauen wir nochmal an. Nein, kein Abseits. Ja, oh, das ist natürlich. Da schaust du als Trainer natürlich halt aus. So, dann war's das. 5-2 Sieg unserer Mannen. Guter Auftritt, wirklich. Damit klettern wir jetzt auf Rang 7. Könnten damit mit 5, jetzt mal 15 Punkte. National 23, Argentinos Juniors 20, Heidenheim 18, Calcio 18, den haben wir gerade 5-2 abgeschossen. Chapochenchuense, das sind die abgeschossen haben, oder? Und Flieger, das waren noch die, glaube ich, 17, Almelo 16. Ja. Jawohl, das war's mit dem 93. Teil. Wir müssen jetzt als nächstes dann gegen Colón spielen. Die sind letzter. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es gibt jetzt wieder regelmäßig neue Videos. Und auch mit dem Football Manager 22. Es wird auch Sprint to Glories geben und Szenarios, also wie jetzt hier mit dieser World League. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Abo da lasst. Macht's gut, passt auf euch auf. Servus und bye bye.